Sonst könnte's passieren, dass wir sterben. Nie. Ich weiß, ich bin so talentiert und musikalisch einfach auf der Spitze meiner, was weiß ich. Ich sollte unbedingt mein Leben ruinieren und zu DSDS gehen. Oder wie wär's mit Supertalent? Ist ja wurscht. Der Bohlen, der labert überall. Also es ist. Ist doch dann perfekt. Sind sie auch keine wurscht. So. Bald sind wir da. Ich habe schon einen Zombie gesehen, eine Spinne sehe ich auch. Solange ich keinen Creeper sehe, mache ich meine Augen auf. Ich hoffe nur, da kommt keiner nach. Aber dann mache ich es nicht. Es wäre nämlich echt lustig, wenn auf einmal da ein Creeper vor meinem in meinem Haus stehen würde. Und mit lustig meine ich interessant. Und mit interessant meine ich nicht amüsierend. So, oben bauen wir dann später noch auch eine hin. Okay. Hallo? Felicitas? Bist du es? Ah, Lava. Na, wen wundert's? So, wir brauchen Drehobsidian. So, dann meine altbekannten Techniken. Schauen wir mal, ob sie noch funktioniert. Ah, wird vielleicht gar nicht benötigt. Nein, sieht sogar gut aus. Aber für den Fall lassen wir mal das Wasser noch. Für den Fall der Fälle. Falls der Fall tatsächlich eintreffen sollte. So, jetzt haben wir das Ganze für das. Jetzt brauchen wir noch. Zehn, glaube ich. Dürft sein. Verdammt, das war jetzt ein Fehler, dass ich da aufgehört habe. Nein, wir werden das Ganze anders machen. Jetzt haben wir fünf, vier brauchen, das heißt, ich baue doch noch einen ab. Dann haben wir uns da ein bisschen was gespart. So. Gut. Das da hinten lasse ich mal. Dann hätten wir das schon mal geklärt. Da hat wieder jemand die Tür offen lassen. Oh, ich glaube, ich habe mir gleich fürchterlich den Kopf an. Oder auch nicht. Gut. Ich weiß schon gar nicht. Oh, fuck, wir brauchen erstmal ein Buch. Oh mein Gott, aber wovon sollte ich der bäh. Wo soll ich ein Buch herbekommen? So, und hoch geht's. In die weite Welt zurück. Jetzt brauchen wir erst nochmal noch Bambus. Jeder weiß natürlich schon längst, was ich vorhab. Aber das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ah, cool. Ein Knochen. Oh, cool. Ein Creeper.
Oh, cool, Bambus. Oh, erst will ich den Creeper haben. Huh. 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 Huh, hi, ha. Ching, chang, chung. Chinesen sind nicht dumm. Übrigens ist es ja kein Bambus mehr, es ist ja Zuckerrohr jetzt. Ja, wird wahrscheinlich schon wieder ein halber Aufstand losgegangen sein. Damals hieß es Zucker, Bambus. Für mich bleibt's Bambus. Hallo Huhn. Zwei Pfeile braucht keiner. Haha, ich flute euch mal. War da gerade was? Ups. Naja, für die neue Zukunft mal. Vielleicht auch erst ferne Zukunft. Verdammt. Das könnte mal eine gute Idee werden. Lol, genau symmetrisch. Mein Name ist Monk und alles muss symmetrisch sein. Hallo, du Zitteraal. Was ich sagen wollte, die Lilypads könnte man mal gut für Dingsens einsetzen. Bei Dingsens. Ihr wisst schon, was ich meine. Adventure Maps. Da glaube ich, werden die ziemlich hilfreich sein. So, wie viel haben wir denn schon? 21. Gibt es hier noch in der näheren Umgebung was? Oh, nehmen wir das gleich noch mit. Hui! Critical Hit. Hui! Double Kill, aber leider kein Triple Kill. So, auf geht's, ab geht's nach Hause. Nehmen wir den Scheiß auch mal mit. Und das Ei auch. Und das sei auch. Verfolgt mich gerade was? Nee. Wie die alle Eier geschmissen haben. Ist ja schlimmer wie bei mir in der Let's Show-Welt. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen, was ich da Schönes gebaut habe. Ist zwar nicht von mir die Idee, so wie einiges, aber es funktioniert extrem gut. Ich hab's natürlich für meine Verhältnisse angepasst. Hui! Autsch. Oh, jetzt hat er sich das Genick gebrochen, aber sonst geht's ihm gut, den kann man noch essen. Na? Wer erkennt diesen Spruch wieder? Ich will keine faulen Ausreden hören, ich will Ergebnisse. Hier gehört auch mal noch eine Tür hin. Naja, hier muss noch so viel getan werden, bis wir hier einziehen können, weil wir haben noch nicht mal Wände, nicht? Doug Jones. Hier ein Softporno für dich, Doug Jones. Yo! So. Yo! Alles klar, oh. Verdammt, ich hab die Pressure Plate vergessen anzubringen. So. Ein Bett. Ein halbes Deck, fast ein ganzer Deck Eier. Okay, immer mal ist es verkehrt. So. Dann jetzt so, genau. So. 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 Dann brauchen wir. Wir brauchen. Die zwei Diamanten. So, so und so. Und zack, haben wir ein Enchantment Table. Ist ja Wahnsinn, oder? Wie schnell das heutzutage so geht. Zack, hingeklatscht. Nur jetzt bringt es uns natürlich noch nicht recht viel, weil ich mein Enchantment Level 1. Boah. Ey, ja, ich frage mich echt, was da dabei rauskommen kann.
So. Zack, zweite daneben. Viel Spaß. Ich hoffe, wir bekommen den wieder. Gut. Wenn nicht, dann hätte ich ihn ercheatet. Das hätte ich euch gleich mal gesagt. Wir brauchen drei Cobblestones. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zug, Zink. Okay. Wie sieht's denn aus? Wolle können wir da lassen. Wir müssen unbedingt. Was ich. Mir ist aufgefallen, dass der Bambus. Zuckerrohr. Irgendwie langsamer wächst als früher. Kann das sein? Ich bin mir nicht 1000%ig sicher, aber ich habe schon den Eindruck, dass sich da was verändert hat. Jetzt müssen wir das natürlich erst noch hier irgendwo anbauen. Dazu machen wir uns erstmal hier eine unendliche Wasserquelle. Zack, zack, zack. Und nebendran hauen wir gleich mal das da. Das darf dann wachsen. Und ich hätte noch gern ein bisschen mehr, denn wir bräuchten schon ein paar Bücherregale. Denn wie viel können wir uns jetzt machen? Drei Stück. Genau, drei Stück. Aber mit drei Stück kommst du noch nicht recht weit. Okay. Dann sind wir ja eigentlich schon mal recht gut vorangekommen. Jetzt hier fünf Diamanten gefunden, einen Haufen Eisen, einen Haufen Kohle. Das Wasser schmeckt jetzt wieder gut. Kennt ihr das manchmal auch, wenn ihr krank seid? Dann schmeckt das Wasser. Also mir geht es dann so, ich trinke dann sogar freiwillig Tee. Gut, es ist zwar ungefähr drei gehäufte Löffel Zucker drin, aber das zählt trotzdem, finde ich. Ich würde ganz gerne mal darüber schauen. Oder würde ich das? Wir bräuchten eigentlich eher Bambus. Alias Zuckerrohr. Oder was ist denn das da hinten? Ich würde ganz gerne mal dahinter schauen. Und das werde ich machen. Davon kann mich nichts aufhalten. Oh, mein Bein, Mami. Mami. Krack. Oh, jetzt hat er sich das Genick gebrochen. Aber sonst geht's ihm gut, den kann man essen. Hallo Huhn. Flop. Hallo Huhn. Flop. Zack, 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 zack. Vielleicht ja schlimmer wie die griechischen Götter. Keine Ahnung, wie ich gerade auf den Vergleich gekommen bin. Ich weiß auch nicht, warum unbedingt. So, und schon sind wir da. Und noch ein Huhn. Flop. Mir ist aufgefallen, wenn man runterfällt, kann das manchmal Schmerzen verursachen. Nein, mir ist aufgefallen, ich hätte Wolle mitnehmen sollen. Oder wenigstens eine Schere. Ich voll. Wo habe ich drei Pilze her? Jetzt werde ich wahrscheinlich schon wieder im dunklen Cave übernachten. Ey, das gibt's ja nicht. So, nochmal 16. Das ist ja schon mal gut, aber es wird schon wieder Nacht. Ich hätte ein Bett mitnehmen sollen. Ich habe doch genug Wolle. Ah, okay, Lichtbug.
Aber jetzt wird es gleich dunkel. Beziehungsweise es ist schon ziemlich dunkel.